Hallo liebe SCP-07-Fans, willkommen beim Format 360 Grad. Heute stelle ich mich den Fragen von Fabian. Ron, ein halbes Jahr bist du inzwischen schon Kapitän unserer Mannschaft. Hast du dich schon an die Binde gewöhnt? Oh, ich glaube, so richtig gewöhnt tut man sich nie dran. Ist schon immer was Besonderes, wenn man sie dann am Spieltag wieder tragen darf. Also ich will mich, glaube ich, gar nicht richtig dran gewöhnen. Mit 23 Jahren bist du tatsächlich der jüngste Spielführer der Liga. Ja, ein Vorteil oder eher ein Nachteil? Ach, ich probiere daraus einen Vorteil zu machen. Wir haben ja trotzdem noch einige ältere Spieler dabei, die Verantwortung übernehmen können. Ich spreche vielleicht noch ein bisschen mehr die Sprache von den Jüngeren. Deswegen ist das, glaube ich, von Vorteil. Auch in einer anderen Statistik liegst du weit vorne. Bei den laufstärksten Spielern der Liga lieferst du dir ein Kopf-an-Kopf-Duell mit Marco Schuster. Spielt solch eine Statistik für euch eine Rolle? Ich glaube, erstmal ist es nicht unwichtig, viel zu laufen, das auf jeden Fall. Und ja, ich mache schon immer wieder Späße mit Marco, dass er jetzt mal weniger laufen soll, dass ich gerne mehr laufen würde als er. Aber es ist natürlich alles nur aus Spaß. Was machst du in deiner Freizeit, wenn du mal nicht an Fußball denkst? Ich verfolge auch andere Sportarten. Also ich schaue und spiele gerne Darts und Basketball. Ja, und sonst das Übliche mit Freunden treffen und sowas. Die Olympischen Winterspiele stehen jetzt auch vor der Tür. Wie sieht es bei dir mit Wintersport aus? Ah, selber ausüben gar nicht so. Also Skifahren habe ich das letzte Mal gemacht in der Schulzeit. Und gucken tue ich viel. Also Skispringen, Biathlon, eigentlich alles Mögliche. Da bin ich viel am Fernseher und schaue es mir an. Und wie ist es um deine Kochkünste bestellt? Oh, ja, da kann ich jetzt nicht viel sagen. Das würde mir keiner glauben. Also so das Nötigste. Was mir gefällt, das kann ich zubereiten, aber das ist keine hohe Kunst. Und was kommt bei dir am liebsten auf den Teller? Wenn ich es mir aussuchen darf, dann Pommes, aber logischerweise jetzt nicht in der Saison, mit Steak. Als gebürtiger Paderborner kennst du dich in Paderborn ziemlich gut aus. An welchen Orten in der Stadt hältst du dich sehr gerne auf? Ach, ich glaube, so an schönen Sommertagen im Paderquellgebiet, gerade wenn es dann Richtung Abend geht, ist schon ein sehr schöner Ort in Paderborn. Du hast beim SV Marienloh mit dem Fußball begonnen. Verfolgst du den Verein auch heute noch? Ja, klar. Also ich habe noch ein paar Verwandte, die selber dort spielen. Und klar verfolgt man die Ergebnisse. Ich bin jetzt nicht bei den Spielen oft da zum Zugucken, aber klar verfolgt man das. Damit sind wir schon bei der letzten Frage. Was kannst du Nachwuchsspielern auf ihrem Weg zum Profifußballer mit auf den Weg geben? Ach, ich glaube, das Wichtigste ist immer, den Spaß zu behalten am Fußball. Der Rest kommt von ganz alleine. Natürlich muss man dann viel Training investieren, aber ja, wie gesagt, es muss halt immer Spaß machen. Danke dir, Ron. Sehr gerne.